Warum? Egal, wir haben am meisten Punkte. Mit einer gebrochenen Hand, Alter. Beziehungsweise mit einem gebrochenen Finger. Was? Yo Leute, wir spielen Get Down auf dem Revi-Server mit einem riesen Handicap. Heute ist kein Get Down Taktik-Video, sondern ein ganz normales Get Down Video, denn ich bin auch gar nicht in der Lage, irgendeine Taktik aufzunehmen, denn es ist was ganz Schlimmes passiert. Ihr werdet gleich sehen, ich kann überhaupt nicht spielen, weil ich gerade super schlecht bin. Ich kann nämlich meine linke Hand eigentlich gar nicht bedienen, beziehungsweise ich kann das Tastatur halt dadurch nicht bedienen, denn ich habe mir leider meinen Ringfinger gebrochen. Das ist schon am Donnerstag passiert. Ja, ist auf jeden Fall mies gelaufen. Das heißt, ich kann meine Tastatur nicht bedienen. Das heißt, ich kann auch gar nicht spielen eigentlich. Aber ich dachte mir, komm, ich kann hier irgendwie hüpfen und geradeaus reiten. Das benutze ich jetzt einfach mal kurz für eine Aufnahme, um euch zu erklären, was los ist. Ich will gar nicht wissen, wie es dann mit dem Schneiden aussieht und so weiter. Wird sehr stressig. Auf jeden Fall habe ich mir meinen Ringfinger gebrochen. Das ist im Sportunterricht passiert. Vor ein paar Tagen am Donnerstag ist es passiert. Und zwar haben wir Basketball gespielt. Ich habe ganz klassisch ja den Ball direkt an die Fingerkuppe beim Fangen gekriegt. Und dabei ist es irgendwie gebrochen. Habe ich am nächsten Tag festgestellt beim Chirurgen. Wurde halt geröntgt. Habe ich auf Twitter auch direkt schon am Freitag gepostet. Auf jeden Fall kann ich halt irgendwie hier nicht so viel machen. Ja, meine linke Hand ist weg. Das heißt, ich kann auch nicht schreiben. Ich bin nämlich Linkshänder. Also ich kann nicht in der Schule mitschreiben. Was ja tragisch ist, weil ich dadurch Hausaufgaben, zum Beispiel lange Deutschaufsätze schreiben, leider nicht machen kann. Und ja. Und das ist blöd. Ist halt, das ist die harte Seite am Handbruch. Was heißt Handbruch? Am Ringfingerbruch. Aber das schränkt halt schon ein bisschen ein, weil leider ist nicht nur mein Ringfinger dadurch irgendwie eingeschränkt, sondern halt auch mein kleiner Finger, weil der ist mit dem Gips drin, warum auch immer. Wahrscheinlich damit es irgendwie alles ganz gut hält. Der ist halt mit dem Gips drin. Und das heißt, ich habe wie so eine Patscherpfote irgendwie. Und diese Patscherpfote hält mich von allen Dingen, die man auch nur irgendwie machen kann, ziemlich direkt ab. Irgendwas zu machen und das ist, weiß nicht, es ist einfach nervig. Ich laufe jetzt hier seit 3 Tagen so rum und es ist schlimm. Das will niemand haben, ja, so ein riesen Gips. Ich muss den noch 2 Wochen, glaube ich, bis nächsten Montag halt tragen und dann bin ich halt irgendwie beim nächsten Termin. Mal gucken, ob ich ihn danach weiter tragen muss oder nicht, ob es dann irgendwie besser geworden ist und ja, so, wir gehen einfach mal direkt nach unten und kommt, Leute. Dafür müsst ihr ein Like da lassen. Ja, hier 643. Unglaubliche 643 Punkte. Ja, überlegt euch mal. Mit einem gebrochenen Finger an der linken Hand. Ja, ihr wollt gar nicht wissen, wie das aussieht. Ich werde euch vielleicht mal ein Foto einblenden, wie das so aussieht, wenn ich gerade spiele. Es ist ein achtes Weltwunder. Ja, es ist heftig. So. Ah. Oh. Okay, zu gefährlich. Machen wir mal so hier. Hui. Ich muss so richtig oldschool-like, muss ich die ganze Zeit Doppel-W drücken, um zu sprinten. Weil ich halt nicht an STRG unten rankomme, um zu sprinten, weil ich halt nur 2 Finger an der Tastatur habe. Einmal zum Springen und einmal um geradeauslaufen. Ich kann nicht nach links, nach rechts. Ich will gar nicht wissen, wie es im PvP-Modus gleich aussieht, wenn ich kämpfen muss. Ich kann, wie gesagt, nur nach links, geradeaus und springen drücken. Und sonst halt irgendwie meine Finger komplett biegen und irgendwas hinrichten, dass ich irgendwie zum Beispiel nach links laufen kann oder so. Aber dafür ist halt, wie gesagt, gerade die Maus ganz gut. Und ja. Yeah. Komm, den holen wir uns irgendwie mal. Wenn es gehen würde. Oder auch nicht. Dann holen wir uns den. Dann den hier. So. Ne, da komme ich nicht ran. Direkt lieber wieder zurück. So, wie viele Punkte haben wir? Alter, 901. Das ist mehr als viele von euch, glaube ich, in 3 Runden ohne Handicap schaffen. Ja, ich bin stolz auf mich. Also no offense gegen euch, ne? So. Okay, hier ist der nächste Block. Ah, das sieht auch schon mal gut aus. Wisst ihr, sowas hasse ich. Ich hätte hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 hätte ich noch kriegen können. Aber irgend so ein Spacko muss es frühzeitig beenden. Nicht so cool. Fungus Ökosystem ist auch so eine Map für sich, ja, wird, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen schwieriger, weil die ganzen Gläser hier sind. Das heißt, ich kann nicht so wirklich unterscheiden, was jetzt wirklich was ist und wo ich raufspringen darf, aber das wird schon. So. Komm, bitte, Lucky. Jawohl, Absorption. So muss das. Aber fieser Spieler. So. Komm, da haben wir jetzt meinen gekriegt, ja. So. Und hier wieder runter.
Oh. Bin gerade ganz gut mit dabei. Ja. Perfekt. Alter. Ich bin gerade stolz auf mich, was wir gerade hier schaffen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, 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 dieses Glas, ey. Warum? Egal, wir haben am meisten Punkte. Mit einer gebrochenen Hand, Alter. Beziehungsweise mit einem gebrochenen Finger. Was? Holy moly. Ja, holen wir uns mal Eisenschwert, Bogen. Paar Level. Bisschen Rüstung. Also ich nehme jetzt Standard. Ich mache jetzt, wie gesagt, gerade keine Taktik. Goldenen Apfel. Habe ich noch was gebrochen? Okay, ich darf ja nicht davon ausgehen, dass ich Fullstes Enchantment auf den Bogen bekomme. Ja, okay, das war klar. Dann hole ich mir nochmal ein paar Level. Das kann ich. Okay, das war ein bisschen dumm. Weil ich krieg halt nicht zu 100% jetzt irgendwas Gutes drauf. Ja, schade. Okay, dann habe ich jetzt, leider nur ein Pfeil. Schwert ist aber ganz gut, damit kann ich punkten. Weil ich habe jetzt halt nur ein Pfeil, weil ich irgendwie Reflex hatte, dass ich ja eh nur einen Pfeil brauche, wegen meiner Bogentaktik, die ich im letzten Getdown-Video bis im letzten Video vorgestellt habe, bekomme. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Egal. Und back halt noch mehr rum. Schutz 2, bin ich zufrieden mit. Alter, was ist denn hier los? Regelserver, komm schon. Feuerschutz für den Arsch. Schutz, okay. 5 Sekunden nur noch. Okay, dann werde ich das jetzt mal ganz kurz anziehen. Und es geht in die PvP-Phase. Ja, wird schon cool, ne? Ich kann sprinten. Ich kann allerdings keine Kombos verteilen, weil ich ja nicht STRG drücken kann. Das heißt, ich muss nach jedem Schlag wieder Doppel-W drücken. Ja, scheiße. Ja, sehr scheiße. Oh, oh. Oh, es ist ekelhaft. Wie konnte ich früher mal vor ein paar Jahren so spielen? Unmöglich. Nein. ja, da haben wir gerade noch so gekriegt, während er einen Goldapfel verspeisen wollte. Okay, das ist nicht Shift. Ähnlich. Warten wir einfach mal meins, ja. Da wollte ich gerade hier irgendwie... Das ist alles viel zu scheiße, ja. Ich würde gar nicht wissen, wie ich mit meiner Hand da drauf bin, ja. Das ist einfach ekelhaft. Meine Hand ist so 10 cm vom Tisch abgehoben, mein Ellenbogen. Der liegt nicht auf dem Tisch und irgendwie... Ja, ist ein bisschen komisch. Ich werde euch einfach mal, wie gesagt, in ein Foto irgendwo einblenden. Mal sehen. Ja, wo sind Spieler? Ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Am liebsten würde ich jetzt einfach abhauen und für immer weg sein. Weil ihr wisst schon Bescheid. Das könnte miserabel werden, mein nächster Kampf. Weil ich meine, gerade war das ein bisschen abgestaubt im Wasser. Ich hatte einfach mal Glück, würde ich sagen. Das ist mein Glücksfall. Den sollte ich mir lieber noch aufheben. Ich hatte Glück. Und diesmal habe ich kein Glück. Oh, bist du cool. Bam! Ich esse auch einen Goldapfel, kann ich auch. Otto. Mann, jetzt kommt der Abstauben. Nix da. Mein Kill. Staub doch nicht ab. Komm schon, Mann. Ja. Ja. Ich weiß, dass du low bist. Jetzt gleich macht er seinen Angeltrick hier. Ja, das war ziemlich dumm, weil es hat mich nicht so weit geschleudert. Dumm war es auch nicht, ja, aber es war schon ganz gut. Ich bin nur neidisch auf seine Angel. Huch. Da zoome ich und da sprinte ich nicht mehr. Ist immer wieder schön, hier so zu spielen. Ist da von hinten jemand? Ich rieche irgendjemand kommen. Oh. Sehr schön. Haben wir Pfeile? Naja, aber einen besseren Bogen. Sehr schön. War auch nicht mehr Pfeile. Der hat vielleicht auch vergessen, nicht die Pfeile zu kaufen. Ich drücke immer diese Caps-Taste. Ich muss mir angewöhnen, das so zu drücken. Okay, keine bessere Rüstung. Ich meine, wir haben ja bis jetzt hier nur gegen Leute ohne Rüstung getötet. Aber, seid stolz auf mich. Ich hatte die meisten Coins in einer scheiß Getdown-Runde mit gebrochenen Fingern. Gut, gut. Und ich bin auch relativ weit sogar. Ah, da hinten sich jemand. Im Wasser. Oh, ich habe leider keine Pfeile mehr. Ich habe ja schon verbraucht. Ich will gar nicht wissen, wie es jetzt... Okay, warte mal. Der Typ mit der enchanteten Rüstung läuft weg. Und der mit der unenchanteten Rüstung läuft nicht weg. Was können wir daraus schließen? Ja, ja. Oho. Ja, nix da. Was ist jetzt hier los? Weg mit dir. warum drücke ich Q? Zum Zoomen. Ich habe Q auf Zoomen, falls ihr euch wundert. So, beziehungsweise Zoomen auf Q. Ja. Ja. Ja.
weiß doch ganz genau, dass ich dich auch noch töten werde. Ich werde die Runde gewinnen. So, der Nächste ist dran. Wollte der gerade wollte der gerade den Eisenhahn von Tianisch changen? Keine Ahnung, was der vorhatte. Komm, komm, komm. Nicht abhauen. Ich weiß, dass du nicht abhauen musst. Aber der wird locker abhauen. Was hat der vor? Okay. Ist da. Okay, jetzt ist er da unten so ein bisschen. Jetzt nicht mehr. 298 gefrorene Burger später. Hey. Ja, booste mich. Oh, dafür gibt's Rache. Ja, bleib ruhig da. So. Kann er mich mal hochziehen? Wir haben einen Kompass erhalten. Oh, danke schön. So, und jetzt bist du dran. Okay. Interessant, interessant. Ich angel dich mal wieder zurück. Oh. Okay, er ist ein bisschen langsamer wegen dem Feuer. Fair Kampf, ja, ja. Lass mal einen fairen Kampf machen. Nix da. Ich bin mit gebrochener Hand. Gebrochenen Finger. Nee, ich mach keinen fairen Kampf mit dir. Nein. Ich. Jetzt muss ich ein bisschen Mitleid kriegen. Ich spiel mit gebrochenem Finger. Das ist. Ja. Das kann ich schreiben wegen meiner Hand. Das ist fair genug. So, jetzt komm her. Screen. Ja, ja, ja. Klar, gerne. Hast du den Screen schon gemacht oder was? Wir waren richtig in Position. Ich hab nicht mal Mitleid, ja? Schade. Oh, ja, ja. Schon Assi. Wo ist W? Hier ist W. Ah, okay. Ja, hätten wir eigentlich doch fair machen können, du. Ja. Wir haben gewonnen. Wir haben eine Runde gewonnen. Mit gebrochenem Finger. Ich bin größter Fan. Ich liebe dich auch. Nein, also, finde ich super süß. Vielen Dank, dass du mein größter Fan bist. Nee, finde ich wirklich cool. Vielen Dank für die schöne Runde, meine lieben Freunde. Ich gebe euch das Geld später, an die jetzt gerade in der Gitterrunde mit dabei waren. Aber ohne Witz, der hat das gewonnen. Ich meine, er hat sich ja schon gesehen hier in irgendeinem Bild hoffentlich, wie ich hier spiele. Das geht eigentlich gar nicht zu gewinnen, ne? Aber so krass. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht irgendwann wieder. Ich weiß nicht wann. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja einen Spielmodus, wo ich irgendwie nur mit einer Hand spielen muss. Mit der Maushand am besten, mit der rechten. Und schreibt mir gerne ein paar Ideen, Kommentare, ja, dann kommt vielleicht was. Oder vielleicht wieder sowas. Oder vielleicht was mit meinem kleinen Bruder, wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.